Immer strahlt ein wenig und macht zwei Schritte auf den Mann zu, um sich dann zu verneigen. Er nickt dir mit dem Kopf zu, ohne sich zu erheben. Wer seine Arbeit nicht richtig tut, wer Duftwässerchen benutzt oder Handschuhe, der sollte sich nicht einen Nekromanten nennen. Wenn es hier so riecht wie in Salem, eher wie in Brabak. Niemand sollte sich Nekromanten nennen. Und dennoch tue ich es. Es war ein Brabaker, aber er war immer besoffen, deswegen war er so ein Stümper. So. Ja, seine ganzen Untoten haben sich gegen ihn gewendet und gegen uns. Ja, nervig. Wo habt ihr Freund Abel mir gelassen? Er meinte, er muss noch etwas erledigen. Er wird gleich nachkommen. Gut. Seid ihr also nun endlich zu mir gekommen, um über Galotta zu sprechen? Ich hatte andere Fragen. Machen wir es kurz. Wie töten wir den Bastard? Er lächelt schmallippig. Falsche Frage. Versuchen wir es doch einfach mal mit etwas Höflichkeit. Du, was ist deine Frage? Ich habe ein Ereignis gesehen, was ich nicht deuten kann und wollte deswegen eure Weisheit zu Rate ziehen. Gelehrter Herr. Es ist so, dass die Lanze Finsterfang in den Drachen Rassasor, in seinen untoten Leib hineingetrieben wurde. Und auf einmal passierte etwas, was wie eine Veränderung der Wirklichkeit sich angefühlt hat. Es war wie eine Verschiebung, als wenn die Lanze ihn doch nicht trifft und doch trifft. Für einen Herzschlag war es so, als wenn ich keinen eigenen Herzschlag gehabt hätte. Und dann ist die Lanze einfach aus ihm rausgeglitten und der Drache ist nicht, obwohl es gesagt wurde, dass er dadurch vernichtet werden würde, ist nicht vernichtet worden. Ja, sein schmallippiges Lächeln wird breiter und er schaut damit auffordernd zu Yalan. So stellt man Fragen an mich. Das Halsband der Thargunithot, ein Teil des Frevlergewandes. Geh nach draußen, wenn du das Nennen der Namen nicht ertragen kannst und dein Geist dazu schwach ist. Bandstrahler. Nirsche schon mit den Zähnen und bleibe stehen. Ihr wolltet mich nicht auf eurer Party. Dies ist jetzt meine Party. Ein Teil des Frevlergewandes, das Halsband der Thargunithot. Einst getragen in anderen Sphären, in anderen Zeiten, von demjenigen, der mittlerweile keinen Namen mehr besitzt. Solange das Hündchen an der Leine ist und das Halsband trägt, wird es äußerst schwierig, ihn aus seinem Leib zu treiben. Finsterfang. Was ist Finsterfang? Eine Lanze aus Endurium. Endurium ist ein magisches Metall. Ihr habt es also versucht mit Magie. Vielleicht wäre es natürlich auch noch einmal sinnvoll, den Segen der Götter zu erbitten. Auch wenn ich dies verachte, aber ich erkenne natürlich ihre Macht an. Die Magierphilosophie lehrt uns schließlich, dass die Götter mächtig sind. Auch wenn sie nichts anderes sind. Mächtige Wesen. Ich gehe vielleicht sogar davon aus, dass Finsterfang auf irgendeine Art und Weise den Segen eines Gottes erhalten hat. Ist wahrscheinlich Angrosch. Höchstwahrscheinlich. Aber es müsste doch... Ein Bogengeweihter müsste viel effizienter sein. Selbstverständlich. Warum ist... Ach, die Zwerge waren so stur und haben natürlich nur Angriff regnen lassen. Wie gesagt, das Halsband entstammt nicht aus der Thargunithot-Sphäre. Es wird ihr aktuell zugeordnet, aber erschaffen wurde es nicht von ihr. Ich horch jetzt auf und schaue mich um, ob was passiert.
Ja, Jalan kratzt sich in deine Schulter fest. Ich halte das Gebet schon auf den Lippen. Er legt seinen Kopf ein bisschen schief und betrachtet dich. Sehr weise, Ihre Gnaden, ihr habt mitgezählt. Wie macht der Namen? Es stimmt, tatsächlich. Wenn man ihren Namen zu oft nennt, dann antworten sie. Aber, er tippt sich an den Kopf, ich habe nicht nur meine Boron-Weihe abgelegt, sondern auch meinen Pakt mit Tagunitot. Sie spricht unablässlich mit mir. Und daher ist es egal, ob ich sie rufe oder nicht. Die Wahnvorstellungen bleiben. Ich verstehe. Ihr seht sehr zweifelnd aus, Bandstrahler. Ja, eine Boron-Weihe. Der große Verschlinger. Das ist meine Aufgabe, an Leuten wie euch zu zweifeln. Hinter euch geht die Tür auf und ihr könnt sehen, wie Abel mir reinkommt. Ah, Magister Magnus. Ah, Freund Abel mir. Ihr kommt gerade recht. Und ich hoffe, es ist noch alles in rechter Ordnung. Ja. Und haben die meiner Gefährten schon die richtigen Fragen gestellt? Die erste Frage wurde beantwortet. Das Halsband der Tagunitot. Es unterliegt der Kontrolle von ihr, nicht aber wurde es ihr von ihr erschaffen. Ihr solltet euch fragen, ob Finsterfang die richtige Möglichkeit ist. Vielleicht. Was wisst ihr über den Stab des Vergessens? Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Ein altes Relikt des Verschlingers. Wo es ist, weiß ich nicht. Vor einiger Zeit gab es ziemlich viel Wind darum. Vielleicht vor 20 Jahren? Irgendein Geweihter aus Gareth, der es entdeckt hat. Nächste Frage. Nun, meine Gefährten waren an der Geschichte Galottas interessiert. Seine Verstrickung, sein Fall, seine Beziehung zu, nun ja, nennen wir es Garth Kaiserhaus. Ihr habt mir doch viele interessante Sachen erzählt. Sehr interessant. Wusstest du, Isarun, dass ich damals zugegen war, als die Pfeile des Lichts ihn gesucht haben in den Brabaka-Sümpfen? Nein, das wusste ich nicht. Wenn ich mich daran richtig erinnere, war es sogar Sagittata Sambra, die vor mir stand. Wie ist die Suche verlaufen? Nun, sie wollten mir erst einmal sehr unhöflich mitteilen, dass ich mich vor ihnen zu verantworten habe, weil ich ein Schwarzmagier bin. Aber im Königreich von Brabak gelten die Gesetze des Mittelreichs nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt noch der Auffassung, dass der Leichnam, der vor mir lag, tot war. Aber es war weder eine Leiche, noch war er irgendjemand oder tot. Eine Illusion? Sie haben ihn nicht beachtet. Sie hatten nur Augen für mich. Ich habe ihn im Sumpf verborgen und mit etwas Provokation den Fokus auf mich gelenkt. Danach sind sie weitergeritten. Aber darum soll es nicht gehen. Ja, ich kenne und kannte ihn. Der allmächtige Magierphilosoph, der unabhängige Geist, der Magierherrscher, der Herr über die Elemente und vor allem der strukturierte menschliche Geist, der das Chaos bezwingen wollte. Er ist all das nicht. Selbst wenn er so aussehen mag und er selbst daran glaubt, hat er es nicht im geringsten geschafft, seinen eigenen Idealen gerecht zu werden. Er ist ein Sklave höherer Mächte und ein Teil des Chaos, der Verräter seiner eigenen Ideale. Er schafft nicht das, was er schaffen wollte, was er schaffen will, sondern eine fürchterliche Parodie davon und er ist blind dafür. Er hat nicht begriffen, was er ist.
Zornbrecht hat mich darüber informiert, dass ihr ihn stürzen wollt. Dann solltet ihr wissen, in welchen Punkten er angreifbar ist. Denn Schwert, Magie, vermag ihn nicht zu brechen. Es ist sein eigener Geist. Galotta ist eine Entität. Galotta ist wahrhaft mächtig. Ihr könnt ihn nicht besiegen, nur er selbst kann dies. Primo, seine Philosophie. Galotta glaubt fest an den allmächtigen Geist, der die chaotischen und die unbeherrschbaren, ihm feindliche Natur bezwingen kann und sich keiner Macht unterordnet. Nun ist er allerdings selbst ein Teil des Chaos und ein Sklave des Blackerats. Er ist eine Schande für die Magierphilosophie und dennoch vertritt er sie. Secundo, sein Dämonenpakt. Auch seinem erzdämonischen Patron gegenüber besteht Galotta darauf, dass er durch die Macht seines Geistes stark ist und nicht durch die Paktgeschenke seines Herrn der Rache. Doch irgendwann wird diese Unterwerfung seines Dienstes Dieners einfordern, ihn selbst verzehren. Und in diesem Moment wird Galotta fallen, entweder weil sein Ich diese Unterwerfung nicht ertragen könnte, oder weil er sich ihr widersetzen würde und den Herrn der Rache fordert, was dieser nicht zulässt. Tertio. Bisher hat er immer versagt in all dem, was er tut, was er tat. Sein Geist ist nicht allmächtig und er genügt den eigenen Ansprüchen der Magierphilosophie nicht, die er doch selbst so geprägt hat. Dies sind seine geheimen Ängste. Sein Verstand kann Kolakai nicht dauerhaft zum Fliegen bringen. Sie wird abstürzen. Wenn Galotta mit dieser Angst konfrontiert wird, gerät er in Panik und er reagiert äußerst aggressiv. Denn für ihn ist diese Überzeugung überlebenswichtig, dass sein Geist auch zum Unmöglichen fähig ist. Quarto. Sein ästhetisches Empfinden. Galotta war früher ein Gentleman. Er ging mit Nandionella. Dabei blickt er mal zu der Magierin, die immer noch hinter euch steht, die ihm nur Nacht zunickt. Gemeinsam zum Abendessen. Er war diszipliniert. Er konnte sich ausdrücken. Wie ihr, Kiaras. Wie du, Kiaras. Galotta ist davon überzeugt, etwas Schönes geschaffen zu haben, etwas Wertvolles. In Wahrheit aber ist er etwas Grauenvolles, Entsetzliches. Er begreift es nicht. Er besaß zumindest einmal ein ästhetisches Empfinden. Und sollte er wirklich in der Lage sein, einen Bruchteil dieses Schrecklichen zu erkennen, das er angerichtet hat? Nur ein kleiner Teil, ein kleiner Schritt zur Selbsterkenntnis würde genügen, ihn den Tod wünschen zu lassen. Das heißt also, wenn wir den Stab des Vergessens hätten und ihn mit positiven Erinnerungen laden und sie auf Galotta loslassen, könnte es ihn selbst zerstören. Ihr könntet auch einfach mit ihm reden. Quinto, der Ordnungswahn. Galotta will Ordnung schaffen, doch was er schafft, ist Chaos. Er kann nicht anders, denn er ist selbst bereits so lange Teil des Chaos selbst und kann daher nur Chaos bewirken. Doch dafür ist er blind. Er will die Natur unterwerfen, aber in Wahrheit erschafft er eine pervertierte, unzähmbare Natur. Er will die Elemente beherrschen und hat sich die Unelemente zu eigen gemacht. Vor sich selbst. Aber ist er der Inbegriff der Strukturierten, des menschlichen Verstandes? Da kann er doch kein Chaos anrichten, oder doch? Insgeheim ahnt er vielleicht die Wahrheit, sie macht ihm Angst, aber dennoch kann er sie sich nicht eingestehen. Sein ästhetisches Empfinden. Es reicht eine Spur von Selbsterkenntnis. Kein magisches Artefakt oder kein geweihtes Artefakt wird ihn zu Fall bringen. Redet mit ihm. Geht auf seine Seele. Doch wie weit sind seine Gedanken noch seine eigenen und wie weit sind sie gelenkt von seinem neuen Herrn? Das ist egal. Sein Herr wird selbstverständlich anwesend sein, und zwar direkt in seinem Kopf. Blackeratz wird wissen, was er denkt, was er spürt. Ihr müsst Galotta nicht vernichten. Aber der Herr der Rache, er kann es für euch tun. Und wie, frage ich mich, bringen wir ihn wohl dazu?
Was habe ich euch denn eben gesagt? Selbsterkenntnis. Er hat nicht begriffen, was die Ogerschlacht angerichtet hat. Er wollte die Sümpfe von Brabak trockenlegen, um dort seine 1000 Türme zu errichten, bis ich ihn davon abgehalten habe. Seine Forschungen zur Trockenlegung der Sümpfe waren bereits sehr weit fortgeschritten. Danach ging er nach Lanfa, als ich ihn verwiesen habe. Danach verschwand er und tauchte bei Borbarat wieder auf. Egal was er tat, er hat jedes Mal versagt. Bis er es nicht mehr tat. Nun, hab Dank für eure Ausführungen und Erklärungen. Ich hoffe, wir sind weise genug, eure Worte zu begreifen und diese in die Tat umzusetzen. Nochmal, hab vielen Dank. Verbeuge mich tief. Weitere Fragen? Wie habt ihr es geschafft, euren Pakt abzuwerfen? Nun, du widersprichst ihr. Du rufst einmal laut, dass du diesen Pakt aufkündigen magst. Und danach stürmen einen ganzen Tag lang die verschiedensten Wesen, Albträume, auf dich ein. Und das wird nie enden. Es endet immer noch nicht. Sie ruft nach mir. Ihr solltet euch, wenn ihr einen solchen Pakt eingeht, immer bewusst sein, dass selbst wenn es vorbei ist und eure Seele potenziell in die Niederhöllen oder in die Gefilde der Götter einziehen könnte, sie wird euch immer rufen, locken. Sowas haben wir tatsächlich schon einmal erlebt. So makaber es auch klingen war, Mark, es war ein sehr gutes Leuchtfeuer, um eine der Archen zu vernichten. Ich schlafe nicht mehr, denn die Albträume könnten mich töten. Jederzeit. Was wisst ihr über Alara Paligan? Wie eng war das Verhältnis von ihr zu Galotta? Ja. Darüber hat Gaius nicht oft geredet, aber als ich einmal mit ihm alleine war, sagte er zumindest, dass er hatte die Vermutung, dass Brynn sein Sohn war. Aber da muss ich natürlich lügen, oder er muss da natürlich lügen, denn sollte Brynn sein Sohn sein, dann wäre auch Rohaya und Celindian und diese Hypolita, so war ihr Name, ebenso nicht berechtigt. Das solltet ihr euch einmal auf der Zunge zergehen lassen. Dann wie die ganze Kaiserrangfolge hinfällig? Das ist nicht das Einzige, was Wahnsinn ist. Wer hat denn Brynn getötet, frage ich mich. Galotta selber. Willst du ihn nicht töten? Galotta war damals überzeugt, dass Alara ihm einen Sohn geschenkt hat. Und er diesen tötete. Hat er Brynn im Bewusstsein getötet, dass es sein Sohn ist? Ja, selbstverständlich. Warum? Warum hat er seinen eigenen Sohn getötet? Weil er wahnsinnig ist. Ich schaue mich mal zu Anfin von Verheim um. Der steht da auch nur schüttelt, ziemlich leichenblass mit dem Kopf. Das würde bedeuten, dass tatsächlich Anfin von Rabenmund der wahre Herrscher wäre. Diese Information darf diesen Raum nie verlassen.
Wenn dies der Wahrheit entspricht, muss sie diesen Raum verlassen. Nicht heute, aber früher oder später. Worauf wollt ihr euch denn berufen, Mann? Auf die Aussagen von Galotta? Ich sagte, wenn sie wahr ist, es wird wohl ans Licht kommen. Ihr könntet ja Galotta fragen. Ich denke, in diesem Fall wüsste die Mutter wohl besser Bescheid, wer der Vater ihres Kindes ist. Vielleicht gibt es die Wahl zwischen den Hinweis. Ich habe gehört, dass Hippolyta nicht am Hofe weilt. Wieso nicht? Nun, weil... Weil sie zur Magierin ausgebildet wird. Richtig. Das ist nicht ganz korrekt. Was wisst ihr darüber? Warum ist sie nicht mehr am Hofe? Sie hatte eine kleine Revolution gestartet in ihrer jugendlichen Übermut. Nicht sehr preisgefällig, oder? Doch eher dem Herrn der Lüge, dem Herrn der Rache. Gefällig. Wahnsinn wird vererbt. Das ist jetzt doch etwas weit hergeholt, dass eine erzdämonische Nähe vererbt wird. Dann solltet ihr vielleicht den anderen möglichen Vater in Betracht ziehen. Hal. Fragt doch Hal. Er kann euch sicherlich sagen, wer der Vater ist. Hal ist verschollen. Das weiß er aber mir. Die Frage ist viel eher, spielt das eine Rolle? Das ist wohl wahr. Es wird eine Rolle spielen, wenn Answin vor den Toren steht, um die Krone einzufordern. Wenn er vor den Toren steht, der wird so feige sich weiterhin verstecken, der taucht in ein paar Monaten hier auf. Könnt oder wollt ihr es nicht begreifen, was das bedeutet? Das bedeutet, dass wir immer noch eine fliegende Festung vor der Tür haben, die wir besiegen müssen. Wie kann man Hal denn befragen? Hal sitzt in derselben Kammer wie die Axt des heiligen Karalos und die drei Kelche von Grangor. Ja, dann gehen wir da hin. Er ist verschollen, Rafim. Ach, das ist der Kaiser, den ihr verloren habt. Ja. Genau. Ach du heiliger Strohsack. Ballantfahne. Wir haben unsere eigene Politik. Ich schüttle nur den Kopf. Sind wir uns einig, dass das niemals herauskommen darf? Falls es wahr ist. Nicht, dass ich sage, dass es wahr ist. Ich denke, falls es wahr ist und wenn es nicht wahr ist, soll es in beiden Fällen nicht rausbekommen. Sonst haben wir nämlich wieder diesen Answin vor der Tür stehen und der will seinen Thron einfordern. Und ich glaube, das ist ein schlechter Moment für eine Rebellion. Ich finde, das gefährliche Ordnung verlangt einen rechtmäßigen Kaiser. Ja. Ich finde es viel interessanter, das als Gesprächsthema zu benutzen, um Galotta zum Reden zu bringen. Wenn Celindian wirklich sein Sohn ist, können wir ihn nicht auf den Thron setzen. Wäre das nicht sein Enkel? Gleich viel! Ich wollte... Ja, Entschuldigung. Aber ihr habt recht. Wir sollten ihn darauf ansprechen und gucken, wie er reagiert. Also ist das Ziel, seinen Geist so zu verwirren oder ihm so viel Klarheit zu verschaffen, dass es ihn selbst zerreißt? Er muss zum Zweifeln gelangen. Der Herr der Rache muss ihm seinen Schädel zerbersten. Wenn er sich auch nur für einen winzig kleinen Moment gegen ihn wendet, wird dies wohl geschehen. Dann müssen wir ihn dazu bringen. Wisst ihr irgendwas über diese Festung? Ja, wenn Galotta stirbt, stürzt Kolakai ab. Er ist so paranoid, dass er lediglich einen Notausschalter hat. Und das ist sein eigener Kopf. Gar nicht so dumm, der Typ.
die aberwitzige Idee von Nemrod, dass es sich um ein Zwei-Komponenten-Gift handelt und ihr ihn auch dazu bringt, dass er schluckt, ist genauso wahnsinnig wie ich. Aber dieser Plan wurde wohl vor einer ganz anderen Zeit gesponnen. Ja, bevor all dies aus den Fugen geraten ist. Korrekt.